Beispiel 19. Gesucht ist die diskrete Fourier-Transformation für die 5 gegebenen Messwerte, wobei das Delta T eine Millisekunde sein soll. Zunächst mal möchte ich mir anschauen, womit wir es eigentlich zu tun haben. Der erste Messwert bei dem Wert 1, der zweite auch, der dritte und der vierte bei 1,5 und der fünfte wieder bei 1. Ich trage mal die originalen Messwerte in Rot auf. Dann wollen wir das Ganze ja periodisch fortsetzen. Das mache ich jetzt in Blau. Das heißt, es geht hier genauso weiter mit den blauen Punkten. Ebenso kann man das nach links periodisch fortsetzen. Das heißt, ein blauer Punkt links davon, zwei blaue Punkte runter, ein blauer Punkt hoch und noch ein blauer Punkt. Das sind dann die 5 Messwerte und dann ging es eben wieder weiter mit der periodischen Fortsetzung. Also was sehen wir? Wir sehen dreimal oben, zweimal unten, dreimal oben und so weiter. Was man ganz schön erkennen kann, ist, es gilt, die zugehörige Funktion ist offensichtlich gerade. Das ist symmetrisch zur y-Achse. Dass diese Funktion f, die den Messwerten zugrunde liegt, gerade ist, das müssten wir wieder in den Fourier-Koeffizienten wiederfinden. Wir haben jetzt gesagt, Delta T ist eine Millisekunde, das heißt nach 1, 2, 3, 4, 5 Intervallen. Hier kommen wir an bei Groß T gleich 5 Millisekunden und hier rot hervorgehoben das Intervall, das wir uns angucken wollen. Wie sieht nochmal die Formel aus für die Fourier-Koeffizienten? Ck war 1 durch groß n, Summe yj mal e hoch minus ik tj Dach und die tj Dachs waren j minus 1 mal 2 Pi. Wenn wir hier gucken, groß N ist 5. Damit können wir sofort angeben, T1 Dach 0. T2 Dach 2 Pi Fünftel und jetzt geht es in Schritten von 2 Fünfteln Pi dadurch. T4 Dach, ja, so sieht's aus. Dann der erste Fourier-Koeffizient für k gleich minus 2. Da kriegen wir dann raus, c minus 2 ist gleich 1 Fünftel 1 mal e hoch minus i mal 2 mal 0 und das Minus hebt sich auf, weil wir ja minus 2 berechnen. Dann plus 1 mal e hoch i mal 2 mal 2 Pi Fünftel
plus 1/2 mal e hoch i mal 2 mal 4pi Fünftel. So, und wenn Sie das ausrechnen, ergibt sich ungefähr ein Wert von minus 0,062. Jetzt sehen Sie auch, warum man die diskrete Fourier-Transformation in der Regel auf dem Computer macht. Das ist von Hand furchtbar mühselig. Für k gleich minus 1, c minus 1, 1/5. Was ändert sich? Es ändert sich jeweils dieser Faktor 2. Das schreibe ich jetzt nicht nochmal extra auf. Was rauskommt, ist 0,162. Und für k gleich 0 1/5 mal, das ist jetzt zum Glück einfach, die Funktionswerte eingesetzt, 1 plus 1 plus 1/2 plus 1, da kommt raus 0,8. Jetzt kann man sich überlegen, wie sieht es aus mit C1 und C2? Naja, wir haben reelle Werte, also ist unser Fourier-Polynom auch reell, soll heißen, es gilt, C1 ist C-1 konjugiert komplex. Und weil wir reellwertige Koeffizienten haben, das muss auch so sein, weil unsere Funktion ja gerade ist, kriegen wir hier raus 0,162 und für C2 C-2 quer minus 0,062. Natürlich immer ungefähr, deswegen ist das so. Also können wir aufschreiben, fn von t dach ist gleich 0,8, der konstante Term, minus 0,062 mal e hoch minus 2i t dach plus e hoch 2i t dach plus 0,162. So, und das kann man jetzt auch noch mal in die Cosinus-Schreibweise bringen. Mit Hilfe der bekannten Formeln. Und natürlich nicht x, sondern t-Dach. Wenn man sich das Ganze jetzt plottet, das mache ich mal auf dem Computer und kopiere es mir gleich nochmal rüber, dann werden wir was Interessantes feststellen. So, hier einmal in Mathematica diese Funktion f2 muss sie heißen, geplottet zusammen mit den vorgegebenen Funktionswerten. Und man sieht, und das ist ganz interessant, dass die Funktion, also hier unser f2 von t-Dach, dass das die Messwerte interpoliert. In vielen Herleitungen, das ist jetzt eine Nebenbemerkung, in vielen Herleitungen zur diskreten Fourier-Transformation werden Sie auch finden, dass die Fourier-Koeffizienten nicht so bestimmt werden, wie wir das getan haben, sondern
dass man Messwerte durch trigonometrische Polynome interpoliert. Da kommt das Gleiche raus wie bei uns, aber es ist eine ganz andere Herleitung. Aber letztlich gleichwertig. Interessant, die Messwerte werden interpoliert, das ist immer so. Eine übliche Form, das Ergebnis von so einer diskreten Fourier-Transformation darzustellen, heißt Periodogramm. Dargestellt werden die Beträge von CK quadriert über die zugehörigen Frequenzen FK, und das hatten wir uns ja überlegt, das war genau K durch T. Wie sieht es jetzt bei uns aus? F1 ist 1 durch unsere 5 Millisekunden, also 5 Eintausendstel. Das sind 200 Hertz. F2 dann entsprechend 400 Hertz. Und dann nochmal die Quadrate von unseren Koeffizienten. 0,8 ins Quadrat sind dann hier irgendwo, sagen wir mal, das sind die 0,64, und für die anderen beiden Werte bekommen wir raus 0,026 und 0,004. Hier jetzt nicht maßstäblich dargestellt, aber was eben schön ist an dem Periodogramm ist, man kann ablesen, wie stark jede Frequenz in dem Signal vertreten ist. In anderen Zusammenhängen, in der englischsprachigen Literatur, finden Sie das immer mal wieder, das sogenannte Power-Spektrum, das hängt ganz eng mit dem Periodogramm zusammen. Also das ist eigentlich ganz, ganz häufig das, was einen bei so einer diskreten Fourier-Transformation interessiert. Welche Frequenzen sind wie stark vorhanden?